gebe ich einmal an Sie. Ja, herzlichen Dank für die freundliche Begrüßung. Dann legen wir auch direkt los, um die Zeit gut zu nutzen. Ja, mein Kollege Vincent Timm und ich von der Hochschule für Angewandte Wissenschaft und Kunst in Hildesheim beschäftigen uns gerade mit einem Projekt namens Future Move. Wir entwickeln einen digitalen Bewegungsservice für Studierende und möchten Ihnen heute aus der Perspektive zweier Disziplinen über unsere interdisziplinäre Arbeit berichten. Ja, was erwartet Sie in den kommenden Minuten mit uns? Wir beschäftigen uns aus der Perspektive des Design und aus der Perspektive der Gesundheitswissenschaften mit den verschiedenen Fragen zu Future Skills. Zum einen, wie stärken wir die Gesundheit von Studierenden? Wir erzählen Ihnen was darüber, wie wir das schaffen wollen und messbar machen wollen. Und wir erzählen Ihnen etwas darüber, wie dann am Ende ein Prototyp für einen Service entstehen soll in unserer gemeinsamen Zusammenarbeit der beiden Disziplinen. Ja, dazu für die gemeinsame Arbeit haben wir uns dem Modell Double Diamond bedient. Das ist ein Framework aus dem Design Thinking, das in iterativen Schleifen verläuft. Sie sehen, der Name kommt von der Form, nämlich zwei Diamanten, die hintereinander gesetzt werden als iterativer Prozess. Sie sehen immer einen öffnenden Teil des Prozesses, der hier im ersten Quadrat als Entdecken beschrieben wird. Man öffnet sich, um viel zu entdecken, um danach dann eine Problemstellung zu definieren oder eine Problemformulierung zu definieren und sich wieder auf einen konkreten Gegenstand zu forcieren, um dann wieder für eine Lösungsentwicklung sich zu öffnen, um dann wieder aus den vielen Möglichkeiten, die da vielleicht in verschiedenen Methoden erschlossen werden, am Ende zu einer konkreten Umsetzung zu kommen. Ja, wie sieht das Ganze jetzt aus in der interdisziplinären Zusammenarbeit? Wir haben diesen Double Diamond Prozess zum einen auf unsere gemeinsame interdisziplinäre Arbeit übertragen, aber auch auf die Projektentwicklung unseres Prototypen für die Bewegungsförderung angewendet. Wie haben wir das gemacht? Dazu komme ich gleich. Was man hier erstmal sieht, sind die unterschiedlichen Vorgehensweisen. Auf der linken Seite sehen Sie einen typischen Prozess im Design. Das heißt, man hat einen Startpunkt und es gibt einen mehr oder weniger direkten Weg zu einem endlichen Ziel. Und auf der anderen Seite sehen Sie die typische Projektplanung in den Gesundheitswissenschaften, wo man vorher schon plant, welche Methoden benutze ich, wie gibt es einzelne Arbeitsschritte und wo möchte ich dann am Ende landen. Auf den Double Diamond Prozess übertragen Sie das aus gesundheitswissenschaftlicher Perspektive so aus, dass ich einen deduktiven Prozess habe. Das heißt, ich öffne erst alle möglichen Schubladen, um ein umfassendes Research zu machen und versuche dann aus allen Möglichkeiten und Erkenntnissen, die ich gesammelt habe, am Ende eine Deduktion auf einen konkreten Gegenstand zu treffen. Ich übergebe das Wort an meinen Kollegen Vincent Timm, der Ihnen die andere Perspektive beschreiben wird. Genau, da wechseln wir die Ansicht einmal und sehen, in einem gestalterischen Prozess kommen wir aus dem Nebel der Kreativität, wenn man so will, und arbeiten mit einem induktiven Prozess und haben dann am Ende, wenn wir ganz viele Ideen haben, den Bereich Diskussion, wo wir uns eben mit den Communities unterhalten, mit den Betroffenen unterhalten und dann versuchen, über Diskussion, über User-Testing die zielgerichtete Lösung zu finden und anzubieten. Das heißt für uns, wenn wir uns jetzt nochmal auf diesen Double Diamond angucken, hier ist er ein bisschen ausgebreitet, das ist von unserem Kollegen Professor Stefan Wölver, die ersten beiden Schritte nochmal übereinander gelegt, wo wir sehen, da trifft eine deduktive und eine induktive Arbeitsweise aufeinander. Und das sorgt für uns in unserem interdisziplinären Team natürlich zu Herausforderungen, weil wir einfach unterschiedlich an die Sachen rangehen. Und da ist die große Aufgabe, zu gucken, welche Methoden wenden wir wo an und wie können die sich vielleicht auch ergänzen. Und dazu haben wir ein Beispiel mitgebracht. Wir haben zum einen einen Lego Serious Play Workshop gemacht mit den Studierenden. Das ist eine Methode, die aus dem Design kommt und haben da noch eine Fokusgruppe dran gehangen. Und das hat in unserem konkreten Fall jetzt dazu geführt, dass wir durch das Lego Serious Play sowohl eine individuelle Meinung der Studierenden zum Thema Bewegung hatten und durch die Fokusgruppe eine Konsensmeinung zum Thema Bewegung. Und generell ist es ungewöhnlich, zumindest beim Lego Serious Play, dass die Ergebnisse hinterher transkribiert und nochmal aufbereitet werden. Das hat in unserem konkreten Fall aber dazu geführt, dass
als wir ins User-Testing gegangen sind, wir ganz viele Vergleichswerte hatten, um die Aussagen aus dem Workshop zu überprüfen im User-Testing und dann zu gucken, ist das wirklich, was die Person braucht. Unser Prozess, nochmal auf den Double Diamond übertragen, ist, wir haben uns erstmal gefragt, wie sieht der Alltag und der Bewegungsumfang von Studierenden aus? Wir haben definiert, welche Beweggründe gibt es für zu wenig Bewegung. Wir haben im Entwicklungsprozess geguckt, wie können wir das denn ganzheitlich gestalten und nicht nur aufs Studium an sich beziehen, sondern auf den Alltag der Studierenden, damit mehr Bewegung möglich ist. Und beim Umsetzen haben wir dann ein digitales Bewegungsangebot zur Steigerung der Aktivität entwickelt und haben uns gefragt, können wir den gleichen Prozess, diesen gleichen Lösungsraum vom Double Diamond nicht auch für die Studierenden bereitstellen, damit sie sich selbstständig die Future Skills draufschaffeln können und haben dann in diesem Service eben auch entdecken, also welche Formen von Bewegung gibt es, welche Vorteile bringt die Bewegung mit sich, können sie für sich entdecken, sie können für sich definieren, welche Informationen passen eigentlich zu mir, wie kann ich meine Ziele erreichen und wie motiviere ich mich selber und letztlich auch, dass man hinterher nochmal reflektieren kann, wie hat sich denn meine Perspektive und generell meine Aktivität verändert durch die Nutzung dieses Angebots. Und mit dem ersten Einblick, die Schlussfolie, Entschuldigung, mit dem ersten Einblick auf den Prototypen geben wir den Staffelstab gerne weiter und wenn noch weitere Fragen sind, können Sie uns gerne noch per Mail kontaktieren. Sehr gut, vielen Dank. Ich würde dann einmal direkt weitergeben an Regina Borowaja und Sebastian Herrmann. Ich spreche heute über neue und alte Lesekompetenzen und wie Social Hypertext das geisteswissenschaftliche Lesen erneuern kann. Denn Studierende heutzutage sind Digital Natives. Sie lernen und sie lesen anders als noch vor 20 Jahren. Und sie kennen vor allem digitalen Text. Gerade in den Geisteswissenschaften führt das oft zu Klagen, dass die Studierenden sich nicht mehr konzentrieren können oder dass sie nicht mehr richtig lesen können. Die Geisteswissenschaften, so scheint es zumindest, hegen ein generelles Misstrauen gegenüber dem Digitalen. Doch im Zeitalter der Digitalisierung ist das Leseverhalten sowie eigentlich alles in der Kultur im Wandel. Und somit müssen auch Lesekompetenzen neu gedacht werden. Darin sehen wir für die Geisteswissenschaft neue Herausforderungen, aber auch Chancen. Seit einigen Jahren entwickeln und beforschen wir an der Universität Leipzig eine experimentelle Leseplattform, die die geisteswissenschaftliche Textarbeit in den digitalen Raum überträgt. Annotieren, kommentieren und diskutieren und verknüpfen. An die Stelle des klassischen Papierreaders oder loser PDF-Dateien in Moodle treten bei uns geschlossene Lerneinheiten aus sogenannten Social Hypertext. Mit Social Hypertext meinen wir digitale Texte, die um eine Interaktionsebene erweitert wurden, mitsamt Elementen aus sozialen Netzwerken und Verlinkungen und anderen Wegen miteinander zu kollaborieren. Mittlerweile arbeiten wir mit mehreren anderen Universitäten zusammen, die Social Hypertext auch in ihrer Lehre einsetzen und werden im Rahmen der nationalen Bildungsplattform vom BMBF gefördert. Um den Spagat zu schaffen zwischen innovativen digitalen Lehrmethoden einerseits und der Förderung traditioneller Lesekompetenzen andererseits, konzentrieren wir uns bei der Entwicklung der Plattform auf drei unterschiedlich akzentuierte Arten des Lesens. Das interaktive Lesen, also das Interagieren mit dem Text, ist für das Textverständnis essentiell. Studierende müssen trainieren, wichtige Passagen zu identifizieren, um sie später für eigene Argumente und Thesen zu nutzen. Sie müssen lernen, sich mit dem Text kritisch auseinanderzusetzen. Und auf gedruckten Text wird deshalb häufig mit Textmarkern und Randnotizen gearbeitet. Wir übertragen diese Arbeit ins Digitale, indem wir auf der Plattform ein Annotationstool anbieten, das die Studierenden in diesem Workflow übt. Im Gegensatz zu gängigen PDF-Readern können die Studierenden auch alle ihre Annotationen für die komplette Lerneinheit nachschlagen und nach Texten filtern. Das kollaborative Lesen fördert die kommunikativen Fähigkeiten und das Teamwork, denn Textarbeit ist immer auch ein kollaborativer Prozess. Studierende müssen erstmal lernen, Fragen zu stellen, Interpretationen zu diskutieren und bei der Erschließung der Texte zusammenzuarbeiten. Oft findet sowas lediglich in der Seminarsitzung selbst statt. Wir bieten den Studierenden Funktionen, die dazu einladen, online direkt im Text zu diskutieren und zusammenzuarbeiten. So können spannende Diskussionen schon vor dem Seminar entstehen und dort weiter aufgegriffen werden. Zusätzlich haben wir noch soziale Elemente wie Emojis und Likes eingebaut, um aus dem Lernraum auch einen Sozialraum zu machen. Und so eröffnen sich auch neue Möglichkeiten für hybride Lernsettings. Das nichtlineare Lesen fördert das kritisch-analytische Denken und die assoziative Kreativität.
Studierende müssen lernen, textübergreifende Begriffe zu identifizieren, Zusammenhänge zu verstehen und Parallelen und Unterschiede zu erkennen. Dafür sollten sie nicht nur einen Text nach dem anderen lesen, sondern auch mal Abzweigungen und Umwege nehmen. Im gedruckten Reader sind solche Umwege recht umständlich oder sogar unmöglich. Durch Verlinkungen von Texten innerhalb der Lerneinheit, aber auch zu anderen Websites und der Möglichkeit, Textstellen mit Begriffen zu taggen, nutzen wir die Affordanzen digitalen Texts und ermöglichen intertextuelle Lernpfade. So werden Studierende herausgefordert, beim Lesen auch mal einen anderen Weg einzuschlagen. Das Ganze geht allerdings nicht ohne Didaktik. Nur die Funktion bereitzustellen reicht eben nicht aus, um Studierende aus ihrer Komfortzone zu holen, um neue Lesetechniken aufzubauen und alte Lerngewohnheiten aufzubrechen. Gerade deshalb ist es wichtig, alle Funktionen und die Nutzung der Plattform in ein didaktisches Konzept einzubetten und Lehrende mit darauf abgestimmten Lehrszenarien auszustatten. Das bedeutet im Umkehrschluss auch, dass Lernende die Bereitschaft haben müssen, solche Szenarien anzuwenden oder sich sogar neue eigene Methoden auszudenken und sie auszuprobieren. Das kann zunächst auch eine gewisse Mehrarbeit bedeuten, aber sie lohnt sich für die Studierenden und für die Lehrenden. Denn nicht nur die Lerngewohnheiten, auch die Lehrgewohnheiten werden sich im digitalen Zeitalter verändern. Wenn Sie Interesse haben, mehr über Social Hypertext und unsere Plattform zu erfahren oder sich mit uns auszutauschen, folgen Sie uns doch gerne auf Twitter oder schreiben Sie uns. Vielen Dank, das war's von uns. Was ein perfektes Timing. Super, vielen Dank. Und dann gebe ich direkt weiter an Lukas Hasenhorst und Anke Clausen. Ja, vielen Dank. Moin moin und hallo direkt aus Berlin vom Gelände des University Future Festivals. Ein bisschen aus einer kleinen Dunkelkammer, also ich muss dringend das nächste Mal an ein Ringlight denken, damit das nochmal ein bisschen aufgehellt wird hier. Nichtsdestotrotz ein herzliches Moin in die Runde. Mein Name ist Lukas Haselhorst, ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter im Arbeitsbereich Digitale Lehre der Universität Greifswald. Und ja, herzlich willkommen. Anke dabei, genau. Genau, herzlich willkommen auch von mir. Mein Name ist Anke Clausen, ich bin ebenfalls wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Uni Greifswald und übergebe jetzt für den Vortrag wieder an Lukas. Genau, vielen Dank. Ich bringe Ihnen also heute näher, was sich hinter Teach What You Preach, hochschuldidaktische Weiterbildung meistern, so verbirgt. Und wir beide erwarten Sie natürlich dann im Anschluss auch gerne an den Netzwerktischen. So, willkommen an Bord, sage ich. Also, worum geht es eigentlich? Unser Auftrag war und ist es, ein hochschulübergreifendes Schulungsprogramm in MV, Mecklenburg-Vorpommern, anzubieten, welches die Kompetenzen der Teilnehmenden im Bereich Didaktik der digitalen Lehre schult. Im November des vergangenen Jahres haben wir dies bereits umgesetzt, die Winter School ABC der digitalen Lehre. Konsequenterweise ist es in diesem Jahr dann das 1x1 der digitalen Lehre und wer jetzt eine bahnbrechende Idee für den Titel in 2024 hat, schreibt das bitte mit Hashtag 2024 in den Chat. Unser Benefit war und ist das Netzwerk das Netzwerk der HochschuldidaktikerInnen in MV. Von denen konnten wir profitieren. Das sind die KollegInnen aus Wismar, Rostock, Stralsund und Neubrandenburg, die uns tatkräftig unterstützten. Neubrandenburg ist sogar Teil des Netzwerks, obwohl sie nicht mal einen Zugang zur Ostsee haben und damit auch weniger Möwen. Bitte einmal mit Hashtag Möwe in den Chat, wie unser Maskottchen denn heißen könnte. Beteiligen Sie sich ruhig. Kurz zum Aufbau dieses Lightning Talks. Noch ein letztes Mal zeigt sich hier die Möwe. Unsere Ziele werde ich kurz vorstellen, dann ein kurzes Behind the Scenes abgeben und am Ende werfen wir einen Blick auf das fertige Produkt Winter School. Da trudeln schon die ersten Namen ein. Genau, zu unseren Zielen, was uns bei der Winter School wichtig ist und war. Bereits mit der Ankündigung, also mit dem damit verbundenen Aufruf zur Bewerbung, haben wir die Winter School dann auch narrativ in einen Kontext einer Abenteuerreise eingebettet. Das heißt, narrative Einbettung deswegen, weil ja bekanntermaßen die Lernpsychologie da Vorteile dieser Methode nachgewiesen hat. Das Bewerbungsverfahren soll einerseits Verbindlichkeit schaffen, andererseits übernehmen, und das haben die BewerberInnen dann auch so getan, idealerweise schon das Wording und stimmen sich dann mit der Bitte, an Bord kommen zu dürfen, auf den Beginn ihrer Reise ein. Für eine angenehme Lernatmosphäre
einigen wir uns dann auf das Workshop Du und durch eine abwechslungsreiche Art der Vorstellung soll dann eine gute Gruppendynamik etabliert werden. Besonders wichtig war es uns, im digitalen Raum mit gutem Beispiel voranzugehen. Das werden wir gleich im Behind the Scenes sehen. Das heißt, unser Ziel war es, Lernen auch auf der Metaebene zu ermöglichen. Im doppelten Sinne, der Moodle-Kurs dient als Lernraum und gleichzeitig als Kursraum der Winter School. Bei der Auswahl der Referentinnen halfen uns dann auch erneut die Kontakte des Netzwerks MV. Das heißt, einige der Workshop-Leitenden kamen direkt aus den Hochschulen MVs. Und weitere ExpertInnen haben wir dann akquiriert, auch über Empfehlungen des Netzwerks aus anderen Bundesländern. Ein weiteres Anliegen war es uns dann auch noch, einen kompakten Programmcharakter zu erhalten und die AbenteuerInnen nach Abschluss dann auch mit einer Teilnahmebestätigung zu versorgen, welche dann auf das hochschuldidaktische Zertifikat anrechenbar ist und auch mit den DGHD-Standards konform ist. So sieht das Ganze aus, ein kleines Behind the Scenes, das ist der Moodle-Kurs im Zentrum, da werden wir jetzt einen genaueren Blick drauf werfen und dann stellen wir fest, dass hier Übersichtlichkeit und Struktur unser großes Ziel war und dieses Muster hat sich in jedem Modul wiederholt und eine einfach zu erfassende Oberfläche ist sozusagen dann maßgeblich bei uns gewesen. Hier noch ein weiterer Einblick. Das zeigt den Teilnehmenden gleichzeitig eben auf Metaebene, wie eine Kursumgebung im Blended Learning Format idealtypisch aussehen kann. Und ganz konkret sehen wir hier, dass Moodle dann auch mit dem letzten Update das Abhaken der To-Dos nochmal so optisch hervorgehoben hat, was ja dann auch immer ganz befriedigend ist beim Abhaken, das Ganze schön grün hinterlegt zu haben. Des Weiteren haben wir auch vom eingebauten Badge-System Gebrauch gemacht, also hier kleine Dopaminausschüttungen bei den Teilnehmenden, ausgelöst durch den Erwerb dieser Abzeichen innerhalb von Moodle. Dann werfen wir einen Blick auf das Produkt. Das sind die 5 Module. Das heißt, wir haben hier digitale Lehrkonzepte, rechtlichen Rahmen, Lernmanagementsysteme und digitale Tools, das auch hochspezifisch aufgeteilt, sowie ein Wahlangebot im 5. Modul. Da hatten wir zum Beispiel Beiträge, Lehrvideos und Studierendenaktivierung. Das Ganze eben eingebettet in ein Blended Learning Format und zwischen diesem Auftakt, den wir dann auch an den Anfang gesetzt haben, 10. November war das, dem 3-Tage Kompaktprogramm und dem Abschluss haben wir dann immer konsequent Selbstlernphasen eingebaut. Da sehen wir nochmal das Team, ein Blick hier auf die ReferentInnen und das Team der Winter School einmal sozusagen ganz seriös und hier in etwas albernerer Form, das ist ja ganz wichtig nach langer Bildschirmzeit, dann so ein bisschen mit dem Stressabbau und dann so einen mehr oder weniger hübsch geratenen Blumenstrauß den ReferentInnen noch digital zu überreichen, der auf dem Whiteboard gezeichnet wurde. So, und dann sind wir schon zum Ende und ich habe jetzt im Hintergrund, beziehungsweise Anke schaltet hier die Abstimmung frei, ob sie das Konzept der Winter School anspricht. Da würden wir uns auf eine ganz kleine Rückmeldung freuen. Und der Timekeeper sitzt noch nicht im Nacken, deswegen kann die zweite Umfrage dann auch gleich hinterhergeschossen werden. Welche Themen wären denn vielleicht noch? Was würdet ihr euch wünschen bei einer Winter School 2024 an eurer Hochschule? Was wären da mögliche Themen? Das haben wir hier vorbereitet. Und dann sage ich, alles Weitere klären wir auf den Netzwerktischen. Anke und ich freuen uns, dann Sie in Empfang nehmen zu dürfen dort. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und ich gebe ab an die nächste Person. Super, vielen Dank. Und dann gebe ich direkt weiter an Yvonne Weber und Annette Ott. Vielen Dank. Ja, herzlich willkommen zu unserem Thema E-Portfolio, ich-bezogen, reflektiert, sucht Begleiterin mit geeigneten Skills, Aussehen egal. Wir sind Annette Ott, ich bin Leiterin des Bereichs fachübergreifende Kompetenzen und Yvonne Weber, wissenschaftliche Referentin im Fachbereich Wirtschaft und wir sind beide am Center for Advanced Studies der DHBW tätig. Wir haben in einem Pflichtmodul, das sich der Persönlichkeitsentwicklung unserer Masterstudierenden widmet, vor 5 Semestern ein E-Portfolio als Prüfungsleistung eingeführt. Und den Studierenden wird dabei ein Lehrbeauftragter zugeteilt, der sie bei der Erstellung des E-Portfolios begleitet und es auch bewertet. Und wir haben uns von Anfang an die Frage gestellt,
wann matcht es zwischen E-Portfolio und Lehrbeauftragten? Oder anders formuliert, welche Skills benötigen Lehrbeauftragte für eine gelungene Begleitung der E-Portfolio-Arbeit? Und zwar das Ganze unter folgenden Rahmenbedingungen. Die Studierenden führen dieses E-Portfolio in der Regel über 3 Semester. Und jeder von diesen Lehrbeauftragten betreut eine Gruppe von 15 Studierenden über diese 3 Semester hinweg. Und in dieser Zeit gibt sie jedem Studierenden 2 Zwischenfeedbacks und bewertet am Ende das E-Portfolio mit bestanden oder nicht bestanden. Wir als Modulorganisatorinnen suchen zu jedem Studienstart geeignete Lehrbeauftragte aus und teilen sie den bis zu 250 Studierenden zu, die mit dem Modul und dem E-Portfolio beginnen. Und was bedeutet in diesem Kontext jetzt geeignete Lehrbeauftragte? Über welche Skills sollten sie denn verfügen? Wir haben dazu die bislang eingesetzten Lehrbeauftragten eingeladen, uns von ihren Erfahrungen zu berichten. Und die Antworten haben wir auf Basis des Future Skills Rahmens von ELAS geclustert. Das Interessante bei der Auswertung war, dass die Lehrbeauftragten sich in 2 unterschiedlichen Rollen sehen und dafür Kompetenzen genannt haben. Wir konzentrieren uns auf die Top 3 Skills pro Rolle. Starten wir mit der Rolle des Betreuers. Das heißt, die Lehrbeauftragten sehen sich als Begleiter der Studierenden, gerade wenn sie Feedback geben. Und in dieser Rolle sehen sie sich auch auf Augenhöhe mit den Studierenden. Und daher ist die Kooperationskompetenz ein ganz besonderes, wichtiges Puzzlestück. Das heißt, die Lehrbeauftragten können mit verschiedenen Perspektiven der Studierenden auch konstruktiv umgehen. Sie können die Studierenden abholen und sie als Coach begleiten. ELAS zählt auch die soziale Intelligenz zur Kooperationskompetenz und das sehen wir sehr schön an dem Zitat, Betreuer sind bestenfalls Menschenfreunde. An 2. Stelle steht die Kommunikationskompetenz, weil die Lehrbeauftragten für die Feedbacks eine sprachliche Ausdrucksfähigkeit benötigen und auch in eher schwierigen Situationen adäquat mit den Studierenden kommunizieren zu können. Danach folgt die Zukunfts- und Gestaltungskompetenz, unter der wir auch das Erkennen von Potenzialen in Menschen verstehen. Genau dieser Aspekt kommt zum Tragen, wenn die Lehrbeauftragten durch ihr Feedbacks Menschen in ihrer Entwicklung unterstützen. Die Lehrbeauftragten sehen sich darüber hinaus auch oft in der Rolle des Lernenden, weil nämlich für fast alle das E-Portfolio ein neues Format war. Und für diese Rolle ist die Digitalkompetenz sehr wichtig. Wir nutzen für die E-Portfolio-Arbeit die Software Mahara und deshalb ist es auch notwendig, dass sich die Lehrbeauftragten entsprechende Softwarekenntnisse aneignen. Danach folgt die Selbstkompetenz, zu der ELAS unter anderem auch die Selbstorganisationskompetenz zählt. Und viele unserer Lehrbeauftragten betreuen mehrere Gruppen parallel. Das heißt, sie benötigen die Fähigkeit, den Überblick über die verschiedenen Daten zu bewahren und sich dahingehend auch selbst zu organisieren. Und an 3. Stelle folgt dann die Innovationskompetenz, zu der unter anderem eine gewisse Experimentierbereitschaft und auch Neugier für neue Kontexte gehören. Ja, und dieses erfahrungsbasierte Skillset hilft uns jetzt bei der Auswahl und Schulung zukünftiger E-Portfolio-Begleiterinnen. Und zur Abrundung des Sets fehlt noch die Perspektive der Studierenden, aber vielleicht können wir Ihnen ja dazu dann auch Umfrageergebnisse beim nächsten Festival präsentieren. Von einem Ergebnis gehen wir heute schon aus, das Aussehen der E-Portfolio-Begleiterinnen dürfte egal sein. Und damit haben wir unser Puzzle vervollständigt und wir freuen uns auf den Austausch mit Ihnen beim Netzwerktisch. Vielen Dank. Vielen lieben Dank. Noch ein absolut perfekt getimter Vortrag. Und dann gebe ich weiter an die vorletzte Speakerin in dieser Runde, Anna Chiara Di Taranto. Ja, vielen Dank. Ja, ich begrüße Sie zu meinem Thema. Es geht um Selbstlernkompetenz als wesentliche Schlüsselkompetenz in hybriden Lernszenarien.
Ich bin akademische Mitarbeiterin an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg in Karlsruhe und im Projekt DigiKOS tätig. DigiKOS steht für Digitalbaukasten für kompetenzorientiertes Selbststudium. Und genau um Kompetenzen beziehungsweise um Selbstlernkompetenz geht es heute. Ich werde erleuchten, warum Selbstlernkompetenz wichtig ist und wie wir in DigiKOS dazu beitragen, sie bei Studierenden zu fördern. Selbstlernkompetenz an sich ist kein neues Thema, aber durch die Pandemie und die Umstellung von Präsenz auf hybride Lehre hat dieses Thema zusätzlich an Bedeutung gewonnen. Wir erinnern uns alle noch an diese Zeit. Wir müssten uns innerhalb kürzester Zeit sowohl technisch als auch inhaltlich und persönlich auf neue Herausforderungen vorbereiten. Die Lernprozesse sind sehr flexibel geworden und Studierende erlebten sich auf einmal alleine im Lernprozess, mit viel mehr Freiraum für die Gestaltung des Lernens. Für sie bedeutete es erstmal noch bessere Selbstregulationsfähigkeiten zu erwerben, sich noch mehr motivieren zu müssen, das eigene Studium noch genauer selbst organisieren zu können. Also in einem Wort, Selbstlernkompetenz zu gewinnen oder auszubauen. Und nach der Pandemie bewegen wir uns nach wie vor in eine digitale Richtung und aufgrund der gesteigerten Anforderungen an dem Studium wird Selbstlernkompetenz auch in Zukunft eine sehr wichtige Kompetenz für die Bewältigung des Studiums bleiben. Und aus diesen Gründen ist DigiKOS entstanden. Unser Ziel, eins unserer Ziele ist es eben, Studierende auf dem Weg zu ihrer Selbstlernkompetenz zu begleiten und ihnen zu helfen, sie zu fördern und auszubauen. Und dabei adressieren wir auch das Thema der Motivation. Wir machen das Ganze mit zwei digitalen Selbstreflexionsinstrumenten. Es handelt sich um Umfragen, die Studierenden im Lernprozess bei der Selbstreflexion begleiten. Diese zwei Instrumente haben wir mit zwei Avataren personifiziert. Sie heißen Simo und Sile. Simo steht für Selbstreflexionsinstrument zur Motivation im Studium und wie das Wort schon sagt, es geht hier um die Erfassung von motivationalen Aspekten. Es ist eine einmalige Umfrage und der erste Schritt quasi für Studierende. Dann geht es weiter zu Sile. Sile ist das Selbstreflexionsinstrument zum Lernverhalten. Es ist auch wieder eine Umfrage, aber die wird wie ein Tagebuch eingesetzt. Das heißt, die gleiche Umfrage an mehreren Tagen nach dem Lernen dient quasi zu Selbstreflexion. Und wenn die Studierenden beide Umfragen überarbeitet haben, bekommen sie Feedback zu den Aspekten ihres Lernverhaltens und ihrer Motivation. Und wenn sie quasi sich im niedrigen Bereich klassifizieren, bekommen sie Zusatzempfehlungen in Form von Lernmodulen. Das heißt, ihnen werden Themen empfohlen, die sie vertiefen sollten. Diese Themen könnten Lernstrategien sein, Zeit- und Aufgabenmanagement oder Lernziele und. Wir befinden uns mit unseren Angeboten in der zweiten Pilotphase und nach der Pilotierung und Evaluierung werden die Angebote auf der ILIAS-Plattform als Open Source im Rahmen der CC BY-SA-Lizenz zur Verfügung stellen. Wie sieht das Ganze in der Praxis aus? Natürlich sind Studierende unsere primäre und direkte Zielgruppe, aber nicht nur Studierende profitieren vom Angebot, sondern auch Lehrende und ganze Hochschulen. Studierende werden quasi in diesem Prozess des Lernen begleitet. Das Ganze passiert fachübergreifend. Das heißt, sie können selbst entscheiden, in welchem Fach und bei welchen Inhalten sie sich selbst reflektieren wollen. Zudem gibt es auch einen Projektbereich, der ein adaptives Training fürs Fach Mathematik entwickelt, das sich auch sehr gut mit Simo und Sile kombinieren lässt. Das heißt, für Mathematikstudierende gibt es auch eine inhaltliche Grundlage für die Reflexion. Für die Lehrende ist das Thema auch spannend. Wenn ihre Studierende an Selbstlernkompetenz verfügen, dann heißt es, der Spielraum für didaktische Ansätze ist erweitert und die Lehrende können die Instrumente an die Inhalte ihrer Lehrveranstaltung anknüpfen oder sie auch in überfachlichen Angeboten wie Workshops und Seminaren, zum Beispiel im Bereich der Future Skills oder des wissenschaftlichen Arbeiten benutzen. Für Hochschulen kann man sich das Ganze auch im Rahmen einer Beratung Stellen für Studierenden vorstellen und oder als ergänzendes Angebot zu bestehenden Angeboten. Ich bin schon am Ende meines kurzen Impulses gekommen und ich stehe aber für weitere Fragen zusammen mit meiner Kollegin Albena Beutschew am Thementisch. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank und dann übergeben wir noch einmal an Daniela Vogt.
Ja, danke vielmals. Müssen wir mal gucken, ob ich das jetzt noch schnell geteilt kriege. Ich habe so ein bisschen ein schlechtes Gewissen, weil wir ja eigentlich schon out of time sind. Aber gut, dann werde ich schnell reden. Dafür bin ich auch bekannt und hoffe, dass ich hier meine Präsentation, die will nicht, wie ich will. Das ist auch klar. Okay, gucken wir mal, ob es so geht. Ganz einfach. Ich stehe für Fehlerkultur. Ich bin Professorin an der SRH Mobile University und ich komme aus einer ganz anderen Ecke, nämlich der Frage dahinter, wie geht denn eigentlich Mensch? Und da hängen wir immer daran, wir wollen digitalisieren, wir machen allerlei Tools, wir machen ganz, ganz spannende Dinge. Das Ende vom Lied ist nur, die meisten Menschen und Studierenden, zumindest meiner Erfahrung, haben eine unglaubliche Hemmung, irgendeinen Fehler zu machen. Und für alle die, die da einfach mal mitmachen wollen, es gibt ja aus dem Wort Fehler, ach guck mal, jetzt ist doch da, kann man auch was Schöneres machen, nämlich die Frage, was ist denn das, ein Helfer? Und das ist ganz komisch mit den Menschen, wir haben irgendwie von Anfang an überhaupt keine Angst vor Fehlern, dann wären wir irgendwie 5, 6, 7 und urplötzlich haben wir ein totales Schuldbewusstsein und Fehler sind einfach ganz was Schreckliches. Und da ich ja Professorin für soziale Arbeit und Digitalisierung bin, was so ein bisschen sehr hybrid und seltsam anmutet, ist es eigentlich sehr, sehr spannend, weil uns geht es darum, eine Fehlerkultur in irgendeiner Form zu gestalten. Das ist aber meist auch so eine Art von Hochglanzbroschüre. Also wir machen jetzt eine schöne Fehlerkultur, wie geht das? Und ja, wir wollen jetzt mit Fehlern offen umgehen. Ganz einfaches Beispiel dazu aus meiner Kindheit. Also ich habe irgendwie mit den Kommas immer ein Problem im Leben gehabt und habe dann mal irgendwann festgestellt, dass mein Deutschlehrer mir einen Fehler gibt, wo das Komma sitzt und wo das Komma hingehört. Und der Lerneffekt war folgender, weil in Mathe war ich gut. Ich habe einfach gar keine mehr gesetzt. Und es ist ein bisschen der Lerneffekt, den wir auch bei vielen, vielen Dingen in der Uni haben. Und genau das wollen wir eigentlich wegmachen. Warum? Weil wir nicht eine Hochglanzbroschüre mit Buzzwords haben wollen, sondern eine wirkliche Idee von einer offenen Kultur. Das Schwierige ist nur, das funktioniert ja nicht so von allein. Und natürlich haben wir eine Menge an Tools ausprobiert und haben auch immer alle ganz brav das geantwortet, was man Frau so antworten soll. Das Ende vom Lied ist, wir haben aber eine Lösung gefunden, und zwar Experimentierräume. Und in diesen Experimentierräumen, die können sowohl digital als auch in Präsenz sein, in allerlei Apps, in Arten, und wir prämieren die besten Fehler. Das heißt, wir machen Experimentierräume, die nichts schaden an dem großen Prozess und wollen bewusst versuchen, mit Menschen sowohl digital als auch im räumlichen Anwesen eine ganz neue Fehlerkultur zu schaffen. Und für alle diejenigen, die das vielleicht noch nicht kennen, poste ich auch mal den Link in den Chat. Im Endeffekt sind wir so ein bisschen ähnlich aufgestellt wie die Fuck Up Nights in Berlin. Das heißt tatsächlich so, das heißt Fehler und Kultur. Und die präsentieren einfach alle paar Monate, auch in dem Podcast, die schönsten Fehler. Und das wäre es schon meine Vorstellung davon. Was wir machen, können Sie sich gerne mal in unserem Social Innovation Lab angucken. Den Link habe ich schon mal gepostet und würde dann gar nicht noch mehr so viel von der Zeit nehmen, sondern an der Stelle beenden. Ist ein spannendes Experiment. Wir freuen uns über jeden, jede, die mitmachen will. Die Social Innovation Labs sind offen und wenn Sie möchten, können Sie auch gerne mit mir darüber reden. Ich bin dafür nämlich zuständig. Dann würde ich mich bedanken für die Aufmerksamkeit. Vielen, vielen lieben Dank an Sie alle für die verschiedenen Eindrücke. Ich würde Sie dann bei Interesse an den Thementisch weiterleiten und beende dann die Aufnahme und auch den Raum und wünsche allen noch viel Spaß die kommenden Tage.